Know-how Schweiz, Fachteil. Elektroinstallationen. Was gilt es zu beachten? Grundlagen Elektroinstallationen. Bei den Elektroinstallationen unterscheiden wir zwischen Schwach- und Starkstrominstallationen. Schwachstrominstallationen sind bis 50 Volt, beispielsweise Telefon, Sonnerie oder EDV. Starkstrominstallationen sind mehr als 50 Volt, ist Licht und Kraft, also die Steckdose. Bei den Elektro-Tableaus gibt es eigentlich so verschiedene Arten. Die alten Tableaus haben Sie sicher auch mal gesehen. Das sind sogenannte Schraubsicherungen oder auch Schmelzsicherungen genannt. Bis zum Baujahr 1980 verwendet worden. Die neueren Anlagen, das sind sogenannte Kippsicherungen. Das ist ab Baujahr 1980 verwendet worden. Ein Fehlstromschutzschalter, sogenannten FI-Schalter, der unterbricht den Stromfluss bei Fehlmanipulationen, also beispielsweise ein Föhn, der in die Badewanne fällt, ist Pflicht bei Neubauten und ab Baujahr 1980 in Gebäuden vorhanden. Der Kontrollbericht, der Sicherheitsnachweis von Elektroinstallationen, auch SINA genannt, den schauen wir uns jetzt genauer an. Wann muss ein Sicherheitsnachweis erstellt werden? Bei Wohnhäusern ist eine Periode von 20 Jahren vorgesehen. Natürlich, wenn der Bau neu erstellt ist und die Installationen an den Eigentümer übergeben werden, auch bei nach dem Neubau, nach dem Umbau oder einer Erweiterung, muss das ebenfalls entsprechend geprüft und abgenommen werden. Ebenfalls ist es so, dass elektrische Installationen mit 10- oder 20-jährigem Kontrollperiode bei jeder Handänderung nach Ablauf von 5 Jahren seit der letzten Kontrolle kontrolliert werden müssen. Wo besteht eine Kontrollpflicht? Das geht darum, zur Verhütung von Unfällen und Sachschäden. Für die Sicherheit verantwortlich ist der Eigentümer. Was ist ein Sicherheitsnachweis? Das ist ein Dokument, mit welchem die prüfende Person, das prüfende Unternehmen bestätigt, dass die elektrischen Anlagen den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Der Inhalt des Sicherheitsnachweises ist gesamtschweizerisch geregelt, das ist ein einheitliches Formular. Der Installationseigentümer muss dieses Dokument aufbewahren und auf Verlangen vorweisen können. Was ist die Aufgabe des Installationseigentümers? Der Installationseigentümer muss die dazu befähigte Stelle mit der Sicherheitsprüfung beauftragen und diese wiederum erstellt dann den entsprechenden Sicherheitsnachweis, den SINA, aus. Wie verläuft so eine Installationskontrolle? Das Kontrollunternehmen vereinbart einen Termin mit dem Eigentümer vor Ort, geht alle elektrischen Anlagen durch, erstellt einen Bericht. Wenn da noch Mängel sind, müssen diese Mängel durch eine entsprechende Firma, Elektrofirma, behoben werden. Und der Sicherheitsnachweis wird erst nach erfolgter Mängelbeseitigung ausgestellt. Durch wen werden die Installationsmängel behoben? Wie bereits erwähnt, muss der Eigentümer eine Installationsfirma beauftragen, welche die festgestellten Mängel behebt. Wer übernimmt die Kosten für die Installationskontrolle? Die Aufwände des Kontrollunternehmens, das sind einige hundert Franken jeweils, werden vom Eigentümer der entsprechenden Immobilie übernommen, respektive müssen von ihm übernommen werden. Selbstverständlich auch eventuelle Kosten für die Mängelbehebung. Wer ist bei einem Eigentümerwechsel für die Durchführung der Installationskontrolle verantwortlich? Ist immer der Eigentümer der Liegenschaft, welcher die Verantwortung für die Durchführung der Installationskontrolle trägt. Es wird nicht spezifiziert, ob es sich dabei um den alten oder neuen Eigentümer handelt. Daher ist sehr zu empfehlen, dass das im Kaufvertrag geregelt wird, wer den SINA-Bericht ausführt und auch bezahlt. Was muss bei einem Eigentümerwechsel kontrolliert werden?
grundsätzlich muss dasselbe kontrolliert werden wie bei einem Neubau, Umbau. Also es ist eine periodische Prüfung der elektronischen Anlage. Wenn natürlich Mängel anfallen, müssen diese wiederum behoben werden. Ist eine Sicherheitskontrolle auch dann notwendig, wenn zwar ein neuer Eintrag ins Grundbuch vorgenommen wird, die Nutznießung der Liegenschaft jedoch weiterhin besteht? Dies spielt überhaupt keine Rolle. Liegt der letzte Bericht mehr als 5 Jahre zurück, so muss ein neuer Installationsbericht für die entsprechende Immobilie erstellt werden.